Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkugel, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 187. Eichkugelwanderung am Donnerstag, den 24. September 2020. 24. September, das heißt in 3 Monaten ist Heiligabend und ich stehe nicht am Eichkugel, sondern ich stehe im Nordturm der Burg Garz in Garz am Kamp. Sie wissen schon, Dienstfahrt in Garz machen wir ja unsere Sommeroper und unsere Konzerte in der Burgarena. Der Nordturm ist einer der ältesten Gebäude hier, ist also wirklich 1000 Jahre alt. Und wir haben in den Stockwerken des Nordturms, wo man sich hinaufarbeiten kann, bis man zur Aussichtsplattform kommt, ein kleines Museum, eingerichtet durch die Kultur Niederösterreich und das Bundesdenkmalamt. Und da kann man hier also von Tafel zu Tafel gehen und schauen hier die Babenberger und die älteren Burggrafen von Garz. Hier sind die jüngeren Burggrafen von Garz, die Maisauer und Neidecker. Dann kommen die Familien, auf der anderen Seite die Familien Lamberg und Teufel. Lamberg kennen wir ja aus dem Rosenkavalier, den gibt es ja auch bei Hoffmannsthal. Und Teufel, der Georg Ritter von Teufel, hat ja den Renaissance-Trakt bauen lassen. 1548, 49 und hier 17. Jahrhundert bis heute. Ja, heute spielen wir also hier Oper und andere Konzertveranstaltungen, machen Ausstellungen. Wenn man sich das so anschaut, die Burg Garz, 1075 bis 1095 als Herrschaftssitz des Leopold II. Der Leopold III. Ist vermutlich hier geboren. 1095 ist der Leopold II. Dann hier gestorben. Dann schaut man zurück auf ein Jahrtausend, auf fast ein Jahrtausend Österreich. Und dann ist man sich natürlich in der heutigen Situation auch im Klaren, wie oft in diesen 1000 Jahren schon so eine Situation war, dass Seuchen waren, Katastrophen, die Pest mehrmals, die Cholera, Epidemien ausgebrochen sind, die Menschen bedrängt haben. Und das gibt dann eigentlich trotz der schlimmen Situation, in der wir uns momentan befinden, in der Corona-Situation weltweit, immer wieder Kraft. Und aus dieser Nachdenklichkeit kommen dann natürlich auch Stärken, dass man sagt, wir müssen durchhalten und haben es eigentlich immer überlebt, wir Menschen. In diesem Sinne freue ich mich auf morgen. Wünsche Ihnen viel Durchhaltevermögen in der Corona-Pandemie und naja, in 3 Monaten ist Heiligabend und dieses Jahr geht vorbei und wir haben trotzdem sehr wenig passieren konnte, ist sehr viel passiert. Schönen 24.